Well, President Eisenhower was forced to cancel his trip back east today due to that young lady by the name of Brenda. So geil. Guten Tag, heute ist Donnerstag, der 26.11.2015. Und Handschuhe mit Entschuldigung, und Handschuhe mit Silberfäden braucht man nicht. Man kann auch mit normalen Handschuhen Telefon bedienen. Man muss nur kurz die Fingerspitze ein bisschen feucht machen, dann geht's schon. Nur so als Pro-Tipp. Ich wollte mit dem Hund zum Strand, aber Cookie hat entschieden, dass wir heute im Wald gehen. Keine Ahnung warum, aber sie wollte unbedingt in den Wald. Zog sofort nach rechts, als wir raus sind, und wollte keine Kompromisse eingehen. Meine Befürchtung von gestern scheint sich wirklich zu bestätigen. Wahrscheinlich bin ich schon krank. Der Hals fühlt sich so an wie gestern. Ja, eigentlich ein klein bisschen mehr. Kopf- und Gliederschmerzen kommen langsam dazu. Also merke, wie wiegt jetzt so Ausbute. Jetzt will nichts zu machen sein. Ja, ich bin krank. Und Scheiß. Und dann kommt man immer so ein bisschen in die Zwickmühle. Also ich jetzt halt wieder. Ich weiß nicht, ob das mehr Leuten so geht. Ich weiß, dass manche da. Ja, das ist egal. Also pass auf. Ja, sollte sich das mit meiner Krankheit jetzt irgendwie verschlimmern. Es ist immer so ein. Auf der einen Seite kann man nicht arbeiten, möchte man auch nicht wirklich arbeiten und will eigentlich nur zu Hause im Bett liegen und diesen Scheiß so schnell wie möglich wieder loswerden. Und auf der anderen Seite will seine Kollegen nicht im Stich lassen, weil er weiß, wie wenig Leute da sind. Ja. Und denkst dir, naja, ist jetzt auch nicht so wild, kannst du noch mitarbeiten. Ja, aber ist es eigentlich schon. Das ist ein bisschen doof. Auf der anderen Seite sind es wahrscheinlich selber schuld. Ich meine, wenn du eine Woche nur einen Tag frei hast, es ziemlich harte Arbeit ist und du wirklich fertig bist am Tagesende und generell in der Woche, dann bist du auch anfälliger für Krankheiten, weil der Körper halt geschwächt ist. Naja, sofern es irgendwie noch geht, werde ich nicht zum Arzt gehen. Dann muss ich jetzt sowieso erstmal zeigen, wie schlimm es denn wird. Ich habe mal mit 40 Fieber in der Küche gestanden. Also ich habe abends in der Küche gestanden und stand eigentlich völlig neben mir. Nächsten Tag sowieso frei gehabt und wollte zu meinen Eltern fahren. Es war allerdings noch in einem anderen Hotel, nicht hier. Ja, haben mich dann ein bisschen früher nach Hause geschickt, weil sie gemerkt haben, dass es nicht mehr ging. Weil sie gesehen haben, dass es nicht ging und ich irgendwie völlig neben mir stand. Ich kann auch nicht sagen, was ich an Essen geschickt habe oder so, aber ich habe alles geschickt anscheinend. Aber war halt irgendwie völlig neben mir. Naja, bin dann nach Hause abends, am nächsten Morgen gleich zu meinen Eltern gefahren und mir ging es echt dreckig. Ja, und bei meinen Eltern habe ich wirklich nur, ich glaube, ich hatte 2 Tage oder 3 Tage frei, weiß ich nicht. Bin zu meinen Eltern, wie gesagt, gefahren und lag die Zeit nur auf der Couch. Ich glaube, ich hatte 3 Tage frei, Samstag, Sonntag und Montag oder so, oder Montag und Dienstag auch noch, und wollte aber Montag zurück. Ja, und am Montag hat meine Mutter dann gesagt, hier, nichts ist, du gehst zum Arzt. Zum Arzt, ja, Grippe. Hat ziemlich krank geschrieben eine Woche. Und ich, wie gesagt, ich lag die Tage nur bei meinen Eltern auf der Couch, war echt im Arsch. Und nach der Woche ging es dann wieder, bin ich zur Arbeit. Und wurde dann halt erstmal zum Chef ins Büro gerufen. Und gesagt, ja, ich wurde gesehen. Wie krank war ich denn wirklich? Ich wurde gesehen in der Stadt. What? Erstens war ich bei meinen Eltern, da können sie jetzt gleich anrufen. Das war nicht hier, also kann mich gar keiner gesehen haben. Und zweitens lag ich die ganze Zeit nur auf der Couch rum und war halt wirklich fertig. Hier ist die Telefonnummer, können sie sofort anrufen, nachfragen. Ja, hat er mir dann geglaubt, ohne nachzufragen und anzurufen. Aber das ist echt
Ich war in meinem Leben vielleicht 4, 5, maximal 5 Mal, also ich glaube eher 3 oder 4 Mal krankgeschrieben. Also in, nee, ich muss das anders sagen, ich war in meinen, in meiner Zeit, in der ich arbeite, also mit Lehre und bis jetzt, vielleicht 3 oder 4 Mal krankgeschrieben und konnte deswegen nicht zur Arbeit. Und zweimal davon, das, was ich gerade erzählt habe, und einmal noch, musste ich danach zum Chef ins Büro und mich rechtfertigen, warum ich denn angeblich irgendwo gesehen wurde und anscheinend doch nicht so krank war. Echt, manche Leute, ja, es ist einfach nur hinterfotzig. Und es sind meistens die Leute, die selber wirklich alle naselang zum Arzt rennen und nur krank machen, rumjammern oder sonst was. Und ja, so einer wie ich, der wirklich nur zum Arzt geht, wenn er wirklich krank ist. Und bei dem fällt es dann halt auf, wenn er halt nicht da ist, weil sonst ist er ja immer da. Man macht sich sowas, so eine Intrigenspinner vielleicht einfacher, keine Ahnung. Und das zweite Mal war, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich kann es sicher schon mehrmals erzählt, die Frage ist halt immer, ob hier im Vlog oder woanders. Ja, das zweite Mal war, als ich Cookie bekommen habe, hatte ich 2 Wochen Urlaub, war ich noch in Wiesbaden, bin zu meinen Eltern, habe eine Woche da verbracht und habe dann Cookie mitgenommen und eine Woche noch in Wiesbaden Urlaub gemacht mit Cookie, um sie einzugewöhnen. Und am Wochenende, bevor ich wieder zur Arbeit hätte müssen, muss ich werfen. Martin, die musst du ausmachen. Nicht aus. Lass mich mal werfen. Oh. Ja, und das Wochenende, bevor ich wieder hätte arbeiten müssen, habe ich mich beim Spielen, oder bin ich beim Spielen mit Cookie auf einer Wiese umgeknickt. Und habe mir eine Bänder den uns gezogen. Nun hatte ich ja schon vorher schon an beiden Füßen Bänder den, also wusste ich, wie das ungefähr ist. Habe aber noch gehofft, das war jetzt so ein Umknicken, das geht wieder danach. Ja, aber das wurde so, das schwoll so an und wurde so dick, dass ich gar nicht mehr laufen konnte. Ich bin in meiner Wohnung wirklich auf allen Vieren gekrochen. Ich habe dann einen Arbeitskollegen angerufen, ob er mich zum Arzt bringen kann oder zum Krankenhaus bringen kann. Weil ich hatte kein Auto und ja, Bus und zu Fuß und so war halt nicht möglich. Und das hat er dann glücklicherweise auch gemacht, sonst hätte ich ein Taxi nehmen müssen. Dann bin ich ins Krankenhaus. Die haben geröntgt und so eine Bänderdehnung krankgeschrieben. Und nachdem ich dann wieder laufen konnte, bin ich zur Arbeit, musste zum Chef ins Büro und wurde gefragt, was denn los sei. Und ich so, ja, Bänderdehnung. Ja, und wie kommt es denn, dass man mich dann in der Stadt gesehen hat? Ich sage, ja, das war wahrscheinlich, weil ich zur Apotheke musste und Sachen holen musste. Für mich holte es keiner, ich bin alleine. Und die andere Möglichkeit wäre, dass ich den Hund rausbringen musste, weil der muss halt immer raus. Den kann ich halt auch nicht in eine Badewanne setzen. Ja, also ich sag, und übrigens hat man dann auch gesagt, dass ich wahrscheinlich, oder es ist sehr wahrscheinlich, oder dass ich an Krücken gegangen bin und eine Seite einen Schuh anhatte und andere Seite eine Sandale anhatte, weil nichts anderes gepasst hatte. Nee. Ich sag, ja, sehen Sie. Naja, da war ich ein bisschen pissig. Mein Chef war und ist er hoffentlich immer noch da, aber eigentlich ein richtig cooler. Und der wollte eigentlich nur diesen Quatsch da hinterhergehen und fragen, aber naja. Ehrlich, also sowas kann ich mal haben. Ne? Ich bin wirklich sehr selten krank, glücklicherweise, und wenn ich krank bin dann, oder mich krank schreiben lasse, dann hat es auch wirklich einen Grund. Und dann hat man so eine Spinner, die einen immer nur für den Koffer scheißen wollen und dann so einen Scheiß erzählen. Naja, trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich es jetzt
mit dieser Erkältung oder Grippe oder was auch immer das werden wird, nicht so schlimm wird, dass ich mich krank schreiben lassen muss. Naja, auch keinen Bock drauf. Ja, das scheinbar wirklich so ist, dass ich krank werde. Werde ich mich jetzt noch rasieren. Wenn ich so Kopf- und Gliederschmerzen habe und so Fieber, dann ist Rasieren echt unangenehm. Ja. Deswegen lieber gleich. Ausgewachsene Grippe, glaube ich. Scheiße. Das fühlt sich echt jedenfalls so an. Ausziehen, anziehen. Alles so eklig, wenn irgendwie was über die Haut so geht. Duschen wird bestimmt auch nicht schön gleich. Mit Duschen ist das ja auch immer so. Naja. Ich habe die GoPro heute vergessen anzumachen auf Arbeit. Ich habe sie zwar mitgehabt, aber überhaupt nicht dran gedacht, die hinzustellen und anzumachen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil es war glücklicherweise nicht so viel los. Es war so wenig los, dass sich selbst ein Timelapse nicht gelohnt hätte. Wäre zu wenig Bewegung gewesen wahrscheinlich. Naja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mir gleich wieder einen Tee. Aber erstmal gehe ich duschen. Und dann gucke ich mal, was ich in meinem Arzneischrank noch habe. Ibuprofen habe ich mir am liebsten genommen. Das hat irgendwie bei allem geholfen bei mir. Egal, was ich hatte. Aber das habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch Paracetamol. Ja, mal sehen. Keine Ahnung. Oder ich gucke erstmal, wie es mir morgen früh geht. Ja, vielleicht auch sinnvoll. Ich bin kein Freund von Tabletten nehmen und so. Also wenn ich Tabletten nehme oder irgendwelches Pulver wie das Ibuprofen, was ich sonst immer da habe. Also dann geht es mir schon wirklich schlecht, bevor ich das nehme. Medizin nehmen ist nicht so meins. Muss ich nicht haben. Alles klar, gut. Mal schauen, wie es mir morgen geht, oder? Also dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Wander? I love you. Wander, sag ich. I love you. Was soll ich sagen? Achso, der ist auch nur so Deko. I love you. Der bleibt wieder in der Liga. I love you.